Jo Leute, was geht? Freunde, vertraut niemals dem Fahrtkiller. Ganz genau, Leute, der Nachfolger von dem bekannten Spiel Poopkiller, Leute. Ihr kennt doch diesen komischen Mann mit der Toilette auf dem Kopf, der andere Leute, wenn sie nicht auf Toilette abgespült haben, erledigt. Ist jetzt tatsächlich in einer Fortsetzung da und zwar mit einem Hintern als Kopf, wie ihr gerade sehen könnt. Und das bedeutet, heute dürfen wir auf gar keinen Fall fort, denn sonst kommt der Fahrtkiller. Leute, wenn ihr diese bescheuerten Videos feiert, dann weiß ich auch nicht. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir legen rein. Let's go. Okay, ich glaube, da wären wir. Und wir sind dieser Charakter, glaube ich. Ha, schaut sich gerade einen Horrorfilm an. Oh, sehr, sehr gruselig. Und es regnet. Ja, und was macht der Typ da? Bro, hast du gerade einen fahren lassen, Mann? Die Tür ist offen. Was heißt... Ich habe da schon wieder so ein Furzgeräusch gehört. Was? Hallo? Ist irgendjemand da? Oh nein. Er kommt. Er kommt. Was macht... Oh, Alter, was hast du gegessen? Warst du bei Taco Bell oder bei... Oh, oh. Wer ist da? Ich kann dich sehen. Er ist es, Leute. Was ist das? Ich sehe ihn nicht mehr. What? Er ist da. Oh, nein. Er weiß schon, was ihm blüht. Das, Alter, okay. Noch näher müsst ihr nicht kommen. Oh, nein. Oh, er stinkt, Junge. Und... Was passiert hier? Das ist das Intro des Spiels? Oh mein Gott. Ist es ein Furztornado? Okay. Was passiert hier? Wow. Alles klar, Leute. Yo, wir haben hier etwa das geisteskrankeste Intro, Leute, nach dem Intro von GTA 5. Das ist besser als GTA 5. Ich sag's euch, Leute, Furzkiller, bestes Spiel. Okay, und da wären wir auch schon, Leute. Jetzt können wir das Spiel mal ganz entspannt steuern. Und ey, das Setup sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als in Fahrtkiller. Da war es ja immer so, dass wir entweder in der Videothek gearbeitet haben oder in einem Waschsalon oder so. Jetzt sieht das Ganze mal ein bisschen anders aus. Und oh, da ist ein Auto. Ey, Sir, wo wollen Sie hinfahren? Schau mal, ob es dieses Mal wieder eine Videothek ist. Na, aber sieht nicht so aus. Was ist das hier? Jeff's Burger. Wahrscheinlich sind wir bei einem Burgerstand gerade. Ich habe nämlich auf jeden Fall ein bisschen Hunger. Was steht hier? Kein Furzen. Okay. Ey, sorry, Mann. Ich war kurz davor, das auch zu machen, aber... Leute, furzt auf jeden Fall nicht während dieses Videos. Ja, probiert's nicht. Nee, ganz ehrlich. Stattdessen lasst gerne einen Daumen nach oben da, Freunde, für den Fahrtkiller. Hallo, Sir. Hallöchen, Brother. Sorry, ich bin ein bisschen spät, ne? Mein Zug war zu voll. Ja, alles cool, Bro. Danke für die Aushilfe. Ey, das wird nur für heute sein, okay? Yo, was muss ich machen? Es sieht so aus, als würde ich gerade die Nachtschicht übernehmen. Ja, nur ein paar Kunden beliefern mit ein paar Burgers. Ist easy. Yo, okay. Ich soll Burger jetzt braten. Ey, bin ich jetzt SpongeBob Schwammkopf oder was? Okay. Ja, relax. Das ist alles gut. Ich habe die Rezepte hier mit dem Namen der Burger aufgeschrieben. Es wird easy, Bro. Okay, ich versuch's. Ich versuch mal mein Bestes. Ja, mach nur die Schritte, wie die da draufstehen. Nimm das Fleisch aus dem Kühlschrank und probier es nicht anzubrennen. Okay, dann kannst du gehen, Bruder. Wo auch immer du hin musst. Wahrscheinlich zu deiner Hochzeit, deiner Schwester oder so. Naja, ich mach die besten Burger der Stadt. Danke, Bro. Wir sehen uns später. Ich zahle dir morgen. Okay, Bro. Alles klar. Leute, das ist ja cool. Wir machen heute Burgerbraten einfach bei Jeff's Burger. Und wir sehen schon, dass, glaube ich, lauter Kundschaft gleich kommen wird. Aber ich habe ein bisschen Angst, Leute. Was ist, wenn jemand kommt, der einfach rumfurzt und dann holt mich dieser komische Fahrtkiller? Es ist genau wie beim Poopkiller. Na, was haben wir hier? Wir haben hier die ganzen speziellen Sachen. Junge, das ist ja fast schon Buffet, dass du hier einen Döner machen kannst. Scharf, Cocktailsoße, Tzatziki und was ist das für eine grüne Soße? Okay, sieht so aus, als hätten wir hier die Liste. Simple Burger, Mid Burger, Big Burger und Good Burger. Was ist der Good Burger? Gibt es auch einen schlechten Burger? Sind wahrscheinlich alle anderen die schlechten Burger. Jo, dann würde ich sagen, Leute, checken wir mal den Kühlschrank aus und okay, es sind nur wie viele? 7 Fleischstücke? Na gut, dann würde ich sagen, warten wir auf unseren ersten Kunden. Ah, ich glaube, der ist mein erster Kunde. So, Hallöchen zu... Junge... Wisst ihr, wie der aussieht? Wie Homer Simpson? Aber wenn man den so in Real Life sehen würde. Junge, was ist mit deinem Mund? Simple Burger. Okay, Simple Burger. Was ist das? Fleisch, Käse, Salz, Pfeffer, Ketchup. Kriegen wir hin, Meister. Könntest du auch Döner bestellen? Ah, hier müssen wir anfangen. So, also, ja, dann müssen wir das hier machen. Oh, das ist das Tutorial. So, wir machen die besten Burger der Stadt, Junge. Guck dir das an. Das ist Qualität vom Feinsten, dieses Fleisch. So.
Fleischstück ist fertig. Was machen wir denn da drauf? Okay. Käse, Salz, Pfeffer, Ketchup. Okay. Käse, Salz, Pfeffer, Ketchup. Okay, Burger ist fertig. Junge, der sieht lecker aus. Vor allem, ich mag diese Adern, die man so auf den Brötchen sieht. Das sieht aus wie so ein Keks. So, Sir. $5. Dankeschön, Mann. Sir, können Sie vielleicht woanders essen? Sie sind ziemlich laut beim Essen. Wie isst du deinen Burger, Mann? Ist der in deinem Bauch gerade drin? Na gut, egal. Ich habe sowieso ein bisschen Angst, falls der Fahrtkiller kommt. Dann brauche ich auf jeden Fall Sicherheit. Und warum ist hier... stimmt, zum Braten. Kommen auch, glaube ich, die nächsten Kunden. Okay, bevor der nächste Kunde kommt, schaue ich mich hier ein bisschen um. Was gibt es hier noch? Hier sieht so aus, als wäre... Wer ist das? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Bro, du siehst aus, als würdest du richtig stinken, Mann. Ich hoffe, du furzt nicht. Ich hoffe, der weiß Bescheid, dass es diesen Pfadkiller gibt. Oh, da ist der nächste Kunde. Hallöchen, Sir. Mit Burger. Okay, kriegen wir hin. Das Erste, was wir machen, ist natürlich Brot. Dann holen wir das Fleisch. Und auf die Liste. Käse, Salz, Pfeffer. Special Sauce. Ja, ja. Die Special Sauce. So. Fleisch ist ready. Okay, Käse, Salz, Pfeffer, Special Sauce und Zwiebeln. So, das ist auf jeden Fall der Mid-Burger, ne? Warum haben sie sich nicht den Good-Burger bestellt? Der ist besser als der Mid-Burger. Der ist jetzt nur so medium. Essen die etwa alles so mit diesem Schmatzgeräusch? Achtung. Nam, 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 nam. Wenn du noch einmal nam, 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 nam machst, dann schmeiß dich hier raus. Oh, jetzt reicht's hier. Jetzt, raus hier aus meinem Laden, Mann. Raus. Weg hier mit dir. Ich will dich hier nicht schmatzen hören. Und wenn du auch nur einen Furz hinterlässt, dann rufe ich die Polizei. Das ist es auf jeden Fall. Warte mal. Er hat gefurzt? Da stand unten gerade, war das ein Furz? Nee, Moment. Warte mal. Ey, der Typ, der da gerade lag. Wo ist der hin? Da ist er. Yo, Kollege, Alter. Kannst du bitte woanders gehen? Du vergraulst meine Kundschaft. Es stinkt hier einfach bis zum nächsten Block, Mann. Die ganzen Fliegen. Ey, Leute, schaut euch mal diese Dance-Moves an. Junge, Junge, Junge. Das wird wahrscheinlich meine nächste Kundin sein. Leute, ich gehe auch immer so durch die Stadt rum. Ich mache auch immer den hier. Ich habe immer gute Laune, Mann. Wisst ihr, worauf ich auch gute Laune habe, Freunde? Auf die Gamescom. Nämlich bin ich auch am Samstag, also heute, wo ihr das Video seht, um 15 Uhr bei dem OVO-Stand. Hier könnt ihr sehen, bei welcher Halle das Ganze ist. Kommt gerne vorbei. Meet and Greet von 15 Uhr in Halle 10.1 und den Stand habe ich euch hier unten eingeblendet. Und Leute, ganz wichtig, mit dem Rabattcode, den ich euch hier ebenfalls einblende, bekommt ihr ebenfalls 20% Rabatt und kostenlosen Versand bei OVO. Also kommt gerne an dem Stand vorbei, überzeugt euch selbst und falls euch interessiert, dann könnt ihr es gönnen mit diesem Rabattcode. 15 Uhr Samstag, Meet and Greet. Okay, Hallöchen, was machen Sie denn hier? Guten Abend, Madam, was kann ich Ihnen geben? Oh, ich hätte gern einen Burger, aber es schmeckt hier richtig ekelhaft. Es tut mir leid, ey. Leute pinkeln und machen AA überall hier auf der Straße. Ja, das sollten sie gewohnt sein. Ich frage mich, warum sie sowieso hierher gekommen sind. Oh, dieser Obdachlose da auf der Straße? Wo ist Jeff? Jemand muss diesen Obdachlosen wegschmeißen. Ja, Jeff, der musste leider weggehen. Ich helfe heute Abend aus. Aber keine Sorge, ich kümmere mich um den Typen, ja? Oh, blitze zu das. Ich habe meinen Hunger verloren. Okay, ich schmeiß ihn jetzt raus. Wollen Sie keinen Burger? Okay, aber Sie haben immer eine gute Laune, Leute. Sie hat immer noch die Dance-Moves. So, jetzt schmeiß den Typen raus, ey. So, Kollege, was? Ey, Bro, kackst du da gerade auf den Boden, Junge? Nein, hör auf, Mann, was soll denn? Ey, Bruder, jetzt ist aber Schluss, Mann. Ekelhaft, Mann. Junge, nicht nur der Fahrtkiller wird gleich kommen, der Pupkiller wird auch noch gleich kommen. Ich habe hier irgendwo einen Eimer Wasser, da kann ich ihn mit abwerfen. So, Kollege, jetzt wirst du gewaschen, mein Freund. Schluss mit lustig hier, nimm das. Oh, boy, Alter, der ist... Ja. So, Junge, was ist dein Problem, Mann? Geh jetzt weg hier. Hau ab. Du machst meine Kundschaft alle weglocken. Warum hast du das gemacht zu mir? Ich habe nirgends wo zum Hingehen. Das ist mir egal. Du hast hier überall hingekackt und so. Da ist eine Telefonzelle. Vielleicht wollen die Leute telefonieren. Geh. Ja, ich bin ganz nass und ich habe keine Klamotten. Und ich war noch nicht mal fertig mit Kacken. Das juckt mich. Okay, da kann ich euch nicht zeigen. War das gerade die Titanic-Musik, nur in der Meme-Version? Ganz ehrlich, mir egal. Hau ab. Nächstes Mal schmeiß ich nicht nur Wasser auf dich. Okay, ich geh schon. Kann ich wenigstens einen Burger haben? Ich bin sehr hungrig. Nee,
Geh jetzt einfach. Ja, du wirst schon dafür bezahlen, was du mir angetan hast. Er wird dich heute holen kommen. Wer meinst du? Meinst du den Pupkiller oder wie? Oder den Fahrtkiller? Keine Ahnung. Aber Leute, den Typen sind wir los. Weil leider hat er da unten einen Haufen hinterlassen. Ich meine, er hat das Schild nicht gelesen. Furzen nicht erlaubt. Und ihr wisst ganz genau, Leute, wenn ihr auf Toilette geht und Aua machen müsst, dann kommt immer ein kleiner Furz mit raus. Junge, was ist das für ein Video? Was ist das? Ah, da ist doch ein guter Kunde. Was hätten Sie gern? Den Big Burger. Okay. So, dann nehmen wir Fleisch, Käse, Salz, Special Sauce, Pickle Sauce, Onion, Ketchup. Eigentlich ist alles drauf. Nee, Pfeffer fehlt. Käse, Salz, Special Sauce, Pickle Sauce, Onion und Ketchup. Und das ist der Big Burger. Der sieht einfach fast genauso aus wie die anderen. So, lassen Sie sich schmecken. Schmatzen bin ich jetzt gewohnt. Nom, 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 nom. Ja, sind die besten Burger. Schmecken auch wirklich unfassbar gut, ne? Sind die besten Burger der Welt. So, danke schön für ihren guten Hunger, Sir. Und einen guten Geschmack. Ah, schauen wir uns mal um, Leute. Ich meine, hier ist ja heute überhaupt nichts los. Die sind alle am Schlafen. Ah, der nächste Kunde. Yo, der lächelt mich schon so richtig an. Hallöchen, was hätten Sie? Den Good Burger. Ja, endlich nimmt mal einer den guten Burger. Einer mit einem guten Geschmack, wie siehst du, den hätte ich gerne jeden Tag als Kunde. Und ich meine, das Lächeln, Leute, das ist einfach perfekt. Guck mal. Käse, Special Sauce und Zwiebeln. Fertig ist der Burger. Dankeschön fürs Geld, Junge. Alle Burger kosten bei mir einfach gleich viel. Ja, Leute, ihm schmeckt es einfach unglaublich gut. So, kommen Sie nächstes Mal gerne morgen wieder vorbei. Oder warte, ich übernehme ja eh nur noch einen einzigen Tag. Ist ja nur eine Notfallsnachtschicht. Hier stinkt was. Hat hier jemand gefurzt? Ich könnte schwören, dass ich hier gerade jemanden furzen gehört habe. Ach, naja, muss wohl der stinkige Wind sein von der Luft hier. Oh. Oh, ich hab's gewusst, Junge. Was hab ich dir gesagt, Mann? Das nächste Mal, wenn du herkommst, schmeiß ich was anderes nach dir. Und das ist kein Wasser. Raus mit dir. Oh, ich komm ja nur, um mich hier zu entschuldigen. Ich bin keine schlechte Person. Es gibt keine Sache, sich zu entschuldigen. Ich hab nur Wasser auf dich geworfen, ja. Weil du stinkst, ja. Du hast die ganze Kreuzung, eine ganze Viertel voll gestunken. Und du stinkst immer noch, Junge. Ich habe eine Fliege verschluckt wegen dir. Ja, deswegen komme ich ja, um mich zu entschuldigen. Ich möchte nicht, dass du sauer auf mich bist. Bin ich sauer auf dich? Nur bitte pinkel und mach nicht AA auf dieser Straße, ja? Ah, ich verspreche, dass ich dich nochmal mache. Bitte vergib mir. Ja, ist okay. Komm, geh einfach. Ich verzeih dir. Bitte kannst du nur kurz meine Hand drücken als Zeichen der Entschuldigung. Ich weiß nicht so richtig. Soll ich das machen? Oh nein. Leute, ich weiß es nicht. Schreibt alle mal, oder nein, lasst alle mal einen Daumen nach oben da. Und wir geben ihm die Hand. Das muss eine Falle sein. Ich gebe ihm die Hand. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Bitte nicht. Oh nein. Super Slow Motion. Nein! Was macht er da? Yo, was macht er da gerade? Der stellt er sich da. Nein. Nein. Das macht er nicht. Oh! Der hat uns angefurzt. Nein. Leute, wir wurden angefurzt von dem Typen und ich glaube, da sind noch ein paar Stückchen im Gesicht. Ekelhaft, Mann. Jetzt stinke ich auch noch komplett. Oh, Mann, ey. Ich fühle dich, Bruder. Ich fühle mit dir, Mann. Und, lebe ich noch? Lebe ich noch? Ich weiß nicht, ob ich noch... Ich lebe noch. Traumatisiert. Oh Gott, das ist nicht gut, Leute. Ich muss mich selber waschen. Ich werde den Typen erledigen. Ganz klare Sache. Der wird nichts... Was ist hier los, Leute? Warte, da hinten ist jemand. Oh mein Gott, Leute, ich stink jetzt komplett. Wer ist diese verrückte Person dort im Hintergrund? Sag mir nicht, du bist der Fahrtkiller. Das muss doch dieser Typ sein, oder? Hallo? Wer bist du, Mann? Hallo? Ey, yo. Sag mal, ich war das nicht. Ich glaube, das ist... Oh, oh Gott. Oh nein. 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 Es ist der Fahrtkiller, Leute. Oh nein. Ich habe nichts gemacht. Und diese Ladegeräusche. Ich komme über euch drauf klar. Was ist das für ein Spiel? Kommt, Leute, lieber auf die Gamescom. Da ist entspannter. Da werde ich euch sicher nicht ins Mikrofon furzen. Keine Sorge. Wir müssen also jetzt laufen, Leute. Lauf. Oh Gott. Junge, wie intens. Wie intens. Die Musik geht ja aber übertrieben ab. Nice. Schnell. Schnell zum Stand in Sicherheit. Schnell in Sicherheit, Leute.
Was passiert jetzt, Mann? Oh nein, es ist er. Was zur Hölle? Wo ist er hin? Ich werde dich finden und ich werde deinen stinkigen Furz. Ich verstecke mich hinter der Laterne. Er sieht mich nicht. Dieses Mal bist du entkommen. Aber ich schwöre, ich werde zurück sein. Nein, das kann nicht sein, Mann. Das kann nicht sein. Okay. Ich glaube, er ist weg. Oh nein, er ist neben mir, Mann. Hey! Was passiert jetzt, Leute? Wird es wieder ein 1 gegen 1 Duell geben? Ich kann doch nichts dafür. Ich wollte doch nur arbeiten. Ich werde jetzt in deinen Mund furzen. Was? Wir können wieder drei Optionen wählen, Leute. Wir können den Poopkiller holen, wir können den Obdachlosen nochmal um Hilfe bitten oder wir können einen epischen Kampf mit intensiver Musik machen. Ich würde sagen, Leute, wir holen den Poopkiller, unser bester Freund Poopkiller. Komm vorbei, Bruder. Alles klar, Junge. Okay, alles klar, Junge. Was passiert, lieber Poopkiller? Bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Okay. Nice. Leute, kommt da gerade aus mir ein Stückchen, yo. Eine Wurst, da kommt eine Wurst. Da kommt, oh nein, Leute, ich, oh Gott, das ist so schlimm. Oh Mann. Kommt er? Kommt der Poopkiller wirklich? Wir werden das jetzt herausfinden. Und ich glaube, das ist er. Es ist der Poopkiller! Ja! Let's go, Poopkiller! Ja, Mann! Du wirst ihn fertig machen! Er ist bereits mit einer Wurst in der Hand ausgerüstet zum Kampf gegen den Fahrtkiller. Und er weiß, dass er sein Revier auch verteidigen muss. Denn er ist die einzig wahre Nummer 1. Wir warten schon, Leute, länger auf Poopkiller 9 als auf GTA 6. Und er steht mir bei der Seite gegen den Fahrtkiller mit epischer Musik. Okay. Ich hab dir ein Geschenk gebracht. Wart's nur ab. Oh Gott, wird's jetzt wieder die Super Slow Motion geben? Ich glaube, das wird wieder passieren, Leute. Okay, Super Slow Motion. Mit nicer Musik. Let's go. Wie komme ich da auf einmal hin? Let's go. Okay, der Wurf. Er ist eine 10 von 10 und er landet zwischen den Bäckchen. Oh, ja, Mann. Wir haben ihn besiegt, Mann. Yes. Danke, Poopkiller, dass du mich gerettet hast. Ehren, Bruder. Absolut Ehren. Du bist kein... Er hat uns trotzdem besiegt. Das gibt's nicht. Aber wir werden uns noch die beiden anderen Enden anschauen. Okay, dann würde ich sagen, fragen wir mal den einen Typen. Hilf mir bitte, lieber Obdachloser, hilf mir. Ich möchte, dass du mir hilfst, dann gebe ich dir einen Burger. Oh, da ist er, Leute. Ready für den Kampf. Burger, ich liebe Burger. Ja, das weiß ich. Eins gegen eins, Mann. Jetzt. Oh Gott, was macht... What, Bro? Die machen beide Furztornados. Was wird passieren, wenn zwei Tornados aufeinandertreffen? Ich glaube, es gibt Gewitter. Oder was auch immer, ich weiß es nicht. Bam, Explosion! Was ist passiert? Hat jemand überlebt? Lebt jemand noch? Nein, wir haben nicht überlebt. Was ist mit dem Furzkiller? Hat der auch nicht überlebt? Es sieht so aus, Leute, als hätten wir ihn... Nein. Erlebt. Okay, und jetzt die dritte Option. Epischer Kampf mit intensiver Musik. Oh Gott. Alles klar. Bam, Junge. Wir haben 999 Schüsse. Okay, wir treffen ihn. Oh Gott. Oh, er wollte mich anfurzen. Oh. Oh. Er hat mich einfach erledigt, Mann. Okay, probieren wir es noch einmal, Leute. Oh, so. Boah, der hat mich fast getroffen, Mann. Bam! Bam! Bam, Junge. Nimm das, Junge. Bam! Oh nein, wir haben nicht getroffen. Bam! Yo, der hat ein Schutzschild. Der hat ein Schutzschild. Oh Gott. Was ist das für ein intensiver Kampf, Mann? Bam! Oh mein Gott. Lauf, 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 Junge. Das ist nicht gut. Der hat uns gleich. Der ist am Furzen. Bam! 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 Oh nein, 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 nicht den Schutzschild schon wieder. Gleich ist es vorbei, Mann. Komm schon. Bam! Oh mein Gott. Bam!
Los. Oh nein, 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 nein. Gleich ist hier Endstation, Mann. Gleich ist hier Endstation für mich, Mann. Bam! Yeah! Leute, wir haben den Furzkiller besiegt. Nimm das, Junge. Nimm das. Wir haben ihn besiegt, Leute. Let's go, Freunde. Das auf jeden Fall der Furzkiller. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich diese Spiele spiele. Aber ey, sie kommen bei euch gut an. Also falls das Video 3000 Likes kriegt, dann weiß ich, ihr wollt Pupkiller 9 oder Fahrtkiller 2. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine Fortsetzung geben. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der Gamescom. Ciao.